So, jetzt fangen wir an, unser System zu entwerfen. Und ein erster Schritt kann ein Taskflow sein. Also Sie überlegen sich grundsätzlich, in welchen Schritten der Benutzer, sprich unser Persona-Modell, interagieren soll mit dem System. Also was tut der Benutzer, was tut das System? Also wie ist dieser Ping-Pong zwischen System und Benutzer zu machen? Und der Benutzer will ja mit unserem System, mit ihrer Software, ein Ziel erreichen. Und jetzt müssen wir eigentlich überlegen, in welchen Schritten geht das. Und das schreiben wir als Taskflow auf, also Reihenfolge der Schritte. Und da würde ich Ihnen jetzt gerne verschiedene Dinge vorstellen. Erstens, Sie brauchen ja irgendwie ein Ziel, was der Benutzer mit Hilfe des Systems erreichen will. Ich habe jetzt hier mal unten so einen Schnipsel aus einer User Story Map drunter geklebt. Man könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ein Projekt soll ausgeschrieben sein. Das wäre so das Ziel, was eine Personalberaterin oder eine Geschäftsführerin aus Rosenheim haben könnte. Meine Persona wäre dann die Petra Partnerin und diese grünen Klebezettel stellen reale Weltaktivitäten da. Es ist nicht zwingend alles in IT. Wir überlegen uns ja eine Teilmenge davon, die wir in IT unterstützen, damit wir einen MVP schnell hinkriegen. Also nicht zwingend jeder rote grüne Kleber wird hier eine Systemfunktion. Aber wir überlegen uns trotzdem, wie kann jetzt der Benutzer interagieren, damit dieses Ziel erreicht wird. Also welche Schritte braucht er? Jetzt kann man überlegen, naja, wie schreiben wir das auf? Sie haben ja vielleicht bei den User Story Maps so ein erstes MVP mit Hilfe von ersten User Stories sich überlegt. Und jetzt kann man diese User Stories oder die Anforderungen in eine sachlogische Reihenfolge bringen und sagen, in welchen Schritten passiert denn die Interaktion zwischen der Peter-Partnerin und unserem System? Und man kann einfach eine Tabelle machen oder erstens, zweitens, drittens einfach Schritte aufschreiben. Wie gesagt, das sind auch keine Screens. Es könnte ja sein, dass wir ein Sprachinterface machen und Peter Partnerin gar nicht mit dem System Knöpfe drückt oder Touchgesten durchführt, sondern vielleicht mit dem System redet oder Gegenstände in einem dreidimensionalen Raum bewegt. Gut, macht jetzt fürs Projektvergabesystem natürlich keinen Sinn, aber Sie bauen ja auch andere Systeme außerdem. Wenn Sie komplexe Interaktionen haben, können Sie bis zum gewissen Grad noch so mit so Kapitelsortierung arbeiten. Also es ist dann Punkt 2, Punkt 1, Punkt 1, 2, Punkt 1, Punkt 2 und so weiter gibt. Das hat aber schnell große Grenzen. Das heißt, Sie brauchen für umfangreichere Interaktionen oder auch für Sachen, wo Sie einfach eine grafische Übersicht wollen, eignen sich dann grafische Notationen. Beispielsweise können Sie UML-Aktivitätsdiagramme verwenden. BPMN-Diagramme sind manchmal hilfreich, wenn es wirklich sehr komplex wird. Da haben Sie auch die Möglichkeit, sozusagen so fachliche Events noch zu modellieren. Oder Sie nehmen einfache Flowcharts. Die Flowchart, also diese Flussdiagramme, kann jeder interpretieren. Also das ist so die Notation, die eigentlich fast jeder kennt aus dem Studium, weil das fast in allen Studiengängen vorkommt. Und wichtig ist jetzt, Sie zeichnen es irgendwie auf und spielen das so lange durch, bis alle aus dem Projektteam verstanden haben, wie die Interaktion gemeint ist und auch der Kunde das nachvollziehen kann. Also eigentlich suchen wir hier nach Formen, wo wir den Kunden aktiv beteiligen können, sodass der Kunde mitdenken kann und selber sagen kann, was er praktisch findet und was nicht und wo wir auch reale Benutzer beteiligen können. Also wenn wir das Ganze, die Software für Senioren machen, dann brauchen Sie auch wirklich ein Beispiel, Senior oder mehrere, mit denen Sie das da durchspielen können. Oder wenn Sie für Kinder Software machen, dann brauchen Sie auch eine Horde Kinder, mit denen Sie es durchspielen können. Was kann man machen? Hier als Beispiel meine Tabelle. Da habe ich jetzt mal versucht, so eine Art Alexa-Dialog zu spezifizieren für ein Projekt, was wir vor ein paar Jahren hatten, für ein Gesundheitstagebuch. Der Alexa, hallo Alexa, und dann startet das Gesundheitstagebuch und dann haben Sie so eine Art Ping-Pong zwischen dem Benutzer und dem System und der Benutzer sagt diverse Phrasen, wo Sie gewisse Textelemente erkennen. Also hier wäre zum Beispiel Blutdruck wäre, Sie erkennen das Wort Blutdruck und die beiden Werte, die er da oder sie dann da eingibt. Und das ist dann das, was der Benutzer, das System als Eingabe erkennt, also als Alternative halt zu so einem Dialog in der grafischen Oberfläche, wo sie dann zwei Eingabefelder für den Blutdruck hätten. Und so machen sie einen Ping-Pong zwischen dem System und ihrem Benutzer. Eine Möglichkeit wäre noch, Sie nehmen Zettel und Stift und malen das auf. Das ist immer so ein Versuch, dieses Mein Projekt-Vorschlagssystem so zu spezifizieren. Sie haben hier, ich fahre da mit der Maus mal hin, so ein Login-Dialog zum Beispiel. Und dann drücke ich den Registrieren-Knopf, dann kann ich da die Kontaktdaten erfassen. Wenn ich das gemacht habe, komme ich in die Projektübersicht. Dann kann ich da irgendwo einen Knopf drücken und ein neues Projekt machen oder ich kann ein vorhandenes Projekt ändern und so weiter.
Also das heißt, auch da überlegen Sie sich sozusagen, wie könnte so ein Ablauf sein und wie sind die gewissen Interaktionspunkte mit dem System, wie sind die untereinander verbunden? Also wie kann ich durch das System durchnavigieren, um zum Beispiel mein Ziel zu erreichen, dass ein Projekt ausgeschrieben ist? Das wäre so das Eingangsbeispiel. Zweite Möglichkeit wäre noch, Sie haben schon so erste Oberflächenentwürfe gemacht, das sehen Sie hier, das ist wieder ein Beispiel aus einem vorhandenen Projekt mit, was ich in der Kartendarstellung beispielsweise, oder hier der Möglichkeit, dass ich was eingebe und überlegen sich auch da, welchen Knopf drücke ich und wie komme ich dann da in den nächsten Dialog, dass Sie so eine Art Übersichtsbild malen. Man könnte das auch als Dialoglandkarte bezeichnen. Oder das wäre schon so eine Art Screenflow. Das kommt später nochmal in einem gesonderten Video. Das war jetzt mal so ein erster Schnelleinstieg in das Thema Taskflow. Das kann man sicherlich noch sehr viel detaillierter bearbeiten, aber für unsere Zwecke reicht das erstmal. Das heißt, Sie wollen ja bloß einen groben Überblick haben, wie die Interaktion ist. Und Verfahren können sich da im Grunde auch selber ausdenken. Das ist ja eine Diskussion, in welchen Schritten der Benutzer seine Ziele mit dem System erreicht. Weiter geht es dann mit der Detailspezifikation von einzelnen Dialogen. Das machen wir dann im nächsten Video.